Hallöchen, YouTuber, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Star Citizen Proof. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wenn du Star Citizen und Weltraumspiele allgemein magst, dann bist du hier auf diesem Kanal richtig. Sehr gut. Ich möchte mich erstmal dafür entschuldigen, dass ich die letzten Wochen leider nichts hier auf dem Kanal getan hat oder nichts gemacht habe. Das liegt aber auch daran, dass die ganze Familie und ich ziemlich krank waren und ihr hört es vielleicht, ich bin immer noch nicht zu 100% wieder fit und einsatzbereit. Aber damit ihr nicht noch länger warten müsst, geht es jetzt auch gleich los mit den Themen. Wir arbeiten das so ein bisschen auf, was die letzten Wochen alles so gewesen ist. Und ja, dann kriegt ihr auch hier die Infos, die liegen geblieben sind. So wie ich im Bett da, als es mir krank ging. Schlimm. Immer noch Hals. Ich hoffe, das wird bald wieder. Also, wenn dir diesen Kanal hier gefällt, wenn dir das gefällt, was ich hier auf dem Kanal für dich mache, dann lass natürlich ein Like und ein Abo da und drück die Glocke und... Ach, du kennst das ganze Spiel. Teil das Video mit Freunden, Verwandten und Bekannten, damit dieser Kanal hier wachsen kann. Und apropos Wachstum, wir sind wirklich straight bei dem Thema 1000 Abonnenten. Also, ihr wisst schon, ich komme mit Starter an hier, weil ich weiß gar nicht, wie ich euch danken soll. Wir sind schon fast bei 1000 Abonnenten hier auf diesem Kanal. Über 700 sind es schon. Danke erstmal alle, die schon abonniert haben, die es noch werden wollen und keinen Star Citizen Content verpassen wollen. Auch wenn ich mal 2 Wochen ausfalle, weil krank und so, dann würde es mich sehr freuen, wenn du hier diesen Kanal abonnierst, damit ich weiter für dich und die ganze Community schöne Videos zu Star Citizen machen kann. Ah ja, apropos Video, um mal den Schwenk hinzubekommen. Im heutigen Video beschäftigen wir uns mal mit der F7C und der F7A MK2 der Hornet-Reihe in Star Citizen. Und zwar mit der Frage: Wie bekomme ich die und was muss ich dafür tun und was ist überhaupt das Overdrive-Event? Also, ja, wollen wir doch erst ins Video gehen, oder? Was meint ihr dazu? Dann Intro ab und Video play. Um euch nicht länger auf die Folter zu spannen, fange ich gleich mit dem aus meiner Sicht heißesten Thema an, nämlich dem Gerücht, das wahr wurde. Denn wir können bereits die brandneue Hornet-Variante in Star Citizen fliegen, die F7C MK2 und bald natürlich auch die F7A MK2. Wenn ich weiß, was das ist, für den hier ein kurzer Rückblick. Die Hornet ist eine ikonische Schiffsklasse in Star Citizen und hat schon viele Piloten in ihren Bann gezogen, mich eingeschlossen. Eines meiner ersten Pledges war eine Super Hornet, nur so viel vorweg. Mit der Einführung der F7C MK2 und F7A MK2, was die militärische Variante der Hornet-Reihe darstellt, erhalten wir spannende Upgrades und neue Möglichkeiten im Universum von Star Citizen. Bereits 2013 konnte man relativ günstig auf eine Version der F7A MK2 von einer Hornet aus upgraden. Das war aber seitdem nicht mehr möglich. Die F7C MK2 ist also die neueste Version der bewährten Hornet-Serie. Natürlich mit verbesserten Eigenschaften und Anpassungen gegenüber dem Vorgängermodell. Schauen wir uns doch einmal die F7C MK2 und die F7A MK2 etwas genauer an und stellen sie mal gegenüber. Wir sehen hier schon gravierende Unterschiede zwischen der zivilen, also der C-Variante, und der Militärvariante, der A. Beide sind zwar Einsitzer und gelten als mittlerer Jäger, die Unterschiede liegen bei der Civilian-Variante daran, dass sie einen schnelleren SCM-Speed von 210 Meter pro Sekunde hat gegenüber der A, die hier nur 189 Meter pro Sekunde aufweisen kann. Bei den Systemen gibt es keinerlei Unterschiede, aber bei Propulsion und Waffen ist die A-Variante der C-Variante deutlich überlegen. So besitzt die A-Variante eine Size 2 Powerplant gegenüber der C, die 2 Size 1 verbaut hat. Bei den Waffen macht sich der Unterschied deutlich bemerkbar. Kann der Pilot in der C-Variante noch über 2x Size 4 Waffen und 2 Size 3 Raketen verfügen, so hat der Pilot in der militärischen Variante der A die Kontrolle über 2x Size 4, 2x Size 3 und noch einmal 2x Size 3 Waffen. Das ist eine absolute Kampfsau, um es mal deutlich zu sagen. Man kann allerdings auch die Hornet wie bisher mit einer Waffe unter der Nase und einer der beiden Waffentürme ausstatten. Also hat man unter der Nase eine weitere Size 3 Waffe und dann entweder eine Size 4 Waffe auf dem Turm oder noch 2 weitere Size 2 Waffen auf dem Geschützturm.
Diese Türme kannst du zum Beispiel auf Horizon beim Schiffshändler kaufen. Tja, man kann also sagen, dass die F-7A MK2 als militärische Variante der Hornet-Serie eine unübertroffene Leistung im Kampf verspricht. Ob sie die halten kann, werden wir dann später sehen. So weit, so gut. Doch, wie können wir nun auf diese aufregenden neuen Schiffe zugreifen? Tja, und es ist ja jetzt schon lange raus. Gerade war ich damals fertig mit diesem Skript für das Video, da kamen dann die neuen News für die MK2-Varianten. Also musste ich das Skript damals neu machen und jetzt war ich auch 2 Wochen außer Gefecht. Also gibt es noch mehr Infos, also wieder alles neu machen auch. Für euch mache ich das aber gerne, ihr Lieben. So, du kannst die F7C MK2, also die zivile Variante, jetzt für 177,07 € mit LTI kaufen. Ist jetzt nicht unbedingt ein LTI-Token und wenn du nicht weißt, was ein LTI-Token ist, dann empfehle ich dir das Video, was da oben eingeblendet ist, zu den CCU-Guides. Aber solltest du wissen, ne? Also mit 177,07 € bist du dabei und hast das Schiff komplett. Dazu gibt es dann noch 3 ganz coole Paints, die du dir auch noch dazu holen kannst, aber aufgepasst, der Wüstenpaint zum Beispiel ist nur für die A-Variante, nicht für die C-Variante. Aber auch die militärische Variante sollst du sogar kostenlos bekommen können. Dies ist also ein Eventpreis, den du dir verdienen musst und nicht immer erhältlich ist. Und wie das geht, erfährst du, wenn du weiter beim Video dranbleibst. Der Wahnsinn, was CIG da wieder raushaut, oder? Was hältst du von der Hornet MK2? Würdest du dir eine kaufen oder sagst du eher so, ist nicht so meins, nicht so für mich? Schreib's mir in die Kommentare. Kommen wir zum nächsten Thema, dem Pre-Xeno-Threat-Event, das vor einigen Wochen gestartet ist. Wir haben uns das Ganze natürlich auch im Livestream angesehen und wenn du auch mal mit mir und der Community zusammen fliegen willst, dann komm doch auf den Discord-Server vorbei. Wir starten aktuell immer freitags ab 20 Uhr im Stream auf Twitch gemeinsam ins Vers und erkunden, blödeln und kämpfen zusammen rum. Du bist also herzlich eingeladen, dabei zu sein. Jetzt lasst uns also mal erklären, was das Overdrive-Event ist. Denn es wird mehrere Phasen geben und diese müssen gemeinsam absolviert werden. Kommen wir zum aktuellen Event. Hier ist so ein Zitat aus einem Leak. Damals gab es das noch, den will ich euch nicht vorenthalten. Übersetzt heißt er so, passt auf. Als Vorbereitung auf Invictus haben wir eine Reihe von Missionen vorbereitet, in denen du dir deine UEE Civilian Defense Force Stripes verdienen kannst und möglicherweise ein unglaublich mächtiges und noch nie dagewesenes Upgrade im Spiel erhältst. Wenn du alle Missionen abschließt, damit du bereit bist, Xenothreat auf eine persönliche Art zu begegnen. Noch nie dagewesen? Das stimmt ja dann vielleicht doch nicht so ganz. Ich habe ja oben schon gesagt, dass man das schon mal upgraden konnte. Tja, was wird das denn nun sein? Jetzt weiß man es aber auch. Man kann sich die F7A durch die Overdrive-Teilnahme sichern. Doch zunächst noch der Hinweis für die unter euch, die Xenothreat noch nicht kennen. Das Xenothreat Event ist eine der spannendsten Veranstaltungen in Star Citizen und bietet den Spielern die Möglichkeit, sich in actiongeladene Schlachten zu stürzen und Belohnungen zu verdienen. Es sind sogenannte dynamische Events, die serverweit stattfinden und immer zeitlich begrenzt sind, so wie zum Beispiel Jumptown. Schaut euch auch dazu gerne nochmal das Video an, das ich hier oben verlinkt habe, wenn du nicht weißt, was Jumptown ist. Das Event bietet eine Vielzahl von Spielmechaniken und Herausforderungen, darunter sind Kampfeinsätze, in denen Spieler feindliche Schiffe und Streitkräfte bekämpfen müssen, um ihre Ziele zu erreichen und das Universum zu verteidigen. Das Ganze läuft unter dem Aspekt kooperative Missionen. Teamarbeit ist hier entscheidend, um die Bedrohung abzuwehren, aber wie bei allen anderen Sachen in Star Citizen ist hier nichts vorgegeben. Man kann sich also auch auf die Seite der Angreifer stellen und die Spieler bekämpfen, die sich auf die Seite der CDF, der sogenannten Civilian Defense Force, befinden und somit ist auch dieses Event als PvP-Event möglich. Die Story hinter dem eigentlichen Xenothreat-Event ist, dass eine alienfeindliche Gruppierung aus Pyro einen Anschlag auf Stanton plant, um das System einzunehmen. Hierzu wird dann von der UEE eine CDF Civilian Defense Force auf die Beine gestellt, die in 3 Abschnitten verschiedene Ziele erfüllen muss. Dabei kann man sich Rang und Ruf und jede Menge Alpha UEC verdienen. Das ist aber nur der Höhepunkt des Ganzen, denn jetzt kommen wir zum Overdrive Event. Dieses ist neu und es soll bis zur Invictus Flight Week weitere Events wie dieses geben, welche dann in dem eigentlichen Xenothreat Event endet. Overdrive ist also nur das Vorgeplänkel. In den folgenden Wochen werden Freiwillige, also die CDF, damit beauftragt, Informationen zu sammeln, wichtige Aufständische ins Visier zu nehmen, Streitkräfte entgegenzuwirken und vieles, vieles mehr. Alles im Streben nach dem Sieg.
zur Overdrive-Initiative. Sie besteht also aus einer Reihe von miteinander verbundenen Missionen, die zum explosiven Xenothreat Global Event führen. In den nächsten Wochen werden auch regelmäßig neue Aufgaben verfügbar. Meistens so freitags, wenn wir mit der ganzen Orga oder mit der Community zusammen auf Twitch streamen, ne? Nicht vergessen einzuschalten oder auch mitmachen. Die erste Mission Interraid ist bereits abgeschlossen und wir befinden uns noch in der Phase 2. Im Laufe der kommenden Wochen werden weitere hinzugefügt, je nachdem, wie sich die Bedrohung entwickelt. Und jedes davon hat eine einzigartige Herausforderung. Um an der Initiative, also der Mission, teilzunehmen, musst du, wenn du sie im Mobiglas siehst, sie annehmen. Die ist meistens unter Priority zu finden. Hast du schon alle Phasen bisher durchgespielt? Hast du auch nicht mehr die Möglichkeit, diese Priority-Mission zu sehen, weil sie wird einfach nicht mehr angezeigt. Und keine Sorge, falls du Phase 1 noch nicht geschafft haben solltest, du kannst immer noch mitmachen. Ein späterer Einstieg in die Missionsreihe soll laut CRG möglich sein. Musste man noch sehr mühselig in Phase 1 5 Bunker-Missionen machen, das war echt langweilig und langwierig, und das Ganze 5-mal dasselbe zu machen, und vor allem wenn es dann auch noch verbuggt ist, aber sei es drum. So war Phase 2 wesentlich entspannter mit Bounty Hunting und 3 Missionen, die man auch alleine hätte schaffen können. Es soll laut einiger Leaks insgesamt 6 Phasen geben. Hier ein kurzer Überblick zu dem, was noch kommt. Die Angaben sind allerdings ohne Gewähr. Phase 3 soll 5 Stufen Weltraumkämpfe beinhalten. Großraumschlachten gegen zum Beispiel 4 Hammerheads und etwa 20 andere Schiffe. Das Ganze scheint dann serverweit zu sein, kann nicht geteilt werden, also muss man das auch noch einzeln machen. Interessant wird es dann nur, was ist, wenn die Mission schon angenommen wurde? Ja, dann geht man halt zu dem Ort, tötet so viele Schiffe, wie man kann. Wenn der Server dann zu bevölkert ist und viele andere außerhalb deiner Gruppe dann auch mit dem Abschluss dieser Phase konkurrieren, dann soll man sich keine Sorgen machen. Man soll einfach irgendwie mindestens ein Schiff töten und dann wird der Abschluss der Phase dir gut geschrieben. Hoffen wir es zumindest. Phase 4 ist dann ein 3-stufiger Weltraumschlachtteil. Da muss man zu einem Comlink gehen und 3 Schiffe erledigen. Also man muss quasi das Schiff verlassen, wenn man an Comlink dran geflogen ist, ins EVA gehen und dann auf Minen in dem Comlink schießen, die überall da verteilt sind, und sich den Weg dann quasi zum Computer freimachen. Da muss man so diese Wiederherstellung des Comlinks starten. Man braucht wohl keine Tiger Claws oder man muss den Bildschirm auch nicht überwachen. Man soll einfach zurück zu seinem Schiff gehen, denn die feindlichen Schiffe werden dann in Wellen auftauchen. Man muss sie töten und vor allem die Vorhutschiffe muss man vorrangig töten, da diese die Wiederherstellung des Comlinks stören. Und ja, dann muss man dann halt den Rest der Schiffe erledigen und dann wäre Phase 4 auch fertig. In Phase 5 geht es wohl um eine FPS-Schlacht am Security Outpost Carrier. Man soll also zu SPK gehen und dort das Hacking-Gerät stoppen, das im Computerraum da durchläuft. Und dann findet man eine Markierung zu einer Tiger Claw in der Nähe. Die soll man sich schnappen und dann zum zentralen Computer gehen. Dort soll man dann wieder ein Upload starten. Und dann kommen Wellen von wütenden Xenothreat-NPCs und die werden uns angreifen oder dich angreifen, je nachdem, ob du es alleine machst oder mit uns. Ja, man muss mindestens ein Gruppenmitglied den Upload-Bildschirm beobachten lassen, weil es wird verschiedene Unterbrechungen geben oder mindestens eine Unterbrechung geben, die man dann natürlich auf dem Bildschirm wieder in Gang setzen muss. Der Rest der Gruppenmitglieder rennt halt herum und tötet die ganzen Leute, die da rumlaufen. Das hört sich sehr spaßig an, kann aber auch sehr tödlich werden und naja, da muss man also sein Bestes geben, um da zu überleben. Wenn das Ganze dann durch ist, dann soll man am Ende des Uploads auf Reset klicken und natürlich Security Outpost Korea verlassen. In Phase 6 ist es auch wieder einmal FPS-Kampf und eine Paketzustellung. 3 Pakete müssen abgeholt und an einen Ort geliefert werden. Du gehst zu einem Wrack mit Xenothreat-NPCs, tötest die Xenothreat-NPCs, sammelst die 3 Pakete ein und bringst sie zum Übergabeort. So, ja, das wären die Missionen. Hast du Bock drauf? Dann komm doch mit in den Stream auf Discord, sei dabei. Ich freue mich auf euch. Tja, was meinst du? Sind diese Events toll oder ist das eher was für die Tonne? Ich persönlich muss ja sagen, ich finde es besser als irgendwelchen Devs an Platin-Tickets hinterher zu jagen, die ich nie bekomme, oder eine Idris zu kapern. Aber das kann ja nur meine Meinung sein. Vielleicht hast du ja eine ganz andere Meinung dazu, oder? Ich weiß nicht. Dann lass es mich wissen. Ich bin wirklich sehr gespannt, was du davon hältst. Das war's erstmal mit dem Video für heute.
Wenn es dir gefallen hat, dann wie gesagt, lass ein Like und ein Abo da und kommentier auch unter dem Video, was dir gefallen hat und was nicht. Und was du vielleicht zukünftig noch von Star Citizen erwartest. Mich interessieren diese Themen wirklich sehr. Deswegen schreib's mir jetzt unten in die Kommentare. Ist ja auch gut für den YouTube-Algorithmus. Ja, teile das Video mit Freunden, Verwandten, Bekannten, dem Busfahrer, der wartenden Person an der Bushaltestelle. Ist ja auch immer mal wieder schön, so vielleicht menschliche Interaktionen zu starten. Hey, kennst du schon den Star Citizen Proof? Ach nö. Ach ja, dann guck dir doch mal die Videos von dem an. Es geht um Star Citizen. Lass mir das. Ist Zeit, ist es zu spät heute. Also ehrlich. So, ich bin raus. Macht's gut. Fly safe. Bye bye. Euer Star Citizen Proof. Over and out.